Leute, schönen Tag. Jetzt sind schon alle aus dem Haus. Aber wo ist denn Julian? Der hat noch nicht mal gefrühstückt. Dabei ist doch heute Girls und Boys Day. Sogar Hannah hat sich schon aufgemacht. Ob er sich wohl schon fertig macht? Nee, auch im Badezimmer keine Spur. Bitte sag mir nicht das. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Julian Vogel, schläfst du etwa noch? Nein, ich bin wach. Ja, jetzt, weil ich dich geweckt habe. Julian, du musst doch los. Los? Wohin denn? Heute ist doch keine Schule. Nee, Schule ist nicht, aber du musst doch los. Es ist Girls and Boys Day. Ach so? Oh Mann, also die meinen halt im Unterricht, dass heute keine Schule ist. Deswegen dachte ich einfach, es fällt aus und danach habe ich nicht mehr zugehört. Och Mensch, Julian, nein. Es ist Zukunftstag. Das heißt, du darfst in ein Unternehmen und dir angucken, wieso der Berufsalltag abläuft. Ach so, ja, und in welches Unternehmen gehe ich denn jetzt? Mist, da haben wir jetzt überhaupt nichts organisiert. Oh, was können wir denn jetzt machen? Also, so ganz spontan. Ich meine, wir haben ja ganz gute Kontakte zum Krankenhaus. Ich rufe einfach mal an und frage, ob die dich vielleicht einfach irgendwie aufnehmen können. Du machst dich auf jeden Fall schon mal fertig und ich rufe den Gino an. Oh, Tag im Krankenhaus, das klingt witzig. Hallo, spreche ich da mit Gino im Krankenhaus? Hier ist Martin Vogel. Ah ja, Familie Vogel mal wieder. Was gibt's denn heute? Ganz blöde Frage, aber heute ist ja Girls and Boys Day oder auch Zukunftstag. Und Sie wollen fragen, ob eins Ihrer Kinder hier vorbeikommen kann, um auszuhelfen? Naja, nicht unbedingt aushelfen, sondern zugucken, wie so der Alltag im Beruf abläuft. Also bei dir zum Beispiel. Ach. Ja, warum eigentlich nicht? Hier am Empfang ist eh alles immer ganz gechillt. Da kann ruhig ein Kind einfach dabei zugucken. Bringen Sie ihn einfach vorbei. Oh, das ist ja fantastisch. Da haben wir echt nochmal Glück gehabt. Und Julian wird sich bestimmt auch freuen. Da bin ich mal echt gespannt, ob Papa mir noch was organisieren konnte. Aber erstmal sorgfältig frühstücken. Julian, gute Nachrichten. Du kannst heute Gino begleiten. Oh, Junge. Dann mach dich schnell zu Ende fertig und dann müssen wir auch gleich los. Jo, ich beeil mich. Keine Schule und den Tag im Krankenhaus verbringen, das wird bestimmt richtig lustig. Ach Julian, einfach so unorganisiert. Aber gut, wir haben ja noch eine Lösung gefunden. Ach, wo bleibt denn Familie Vogel? Ich habe auch Besseres zu tun, als den ganzen Tag zu warten, dass die hier mal auftauchen. Da wären wir auch schon und gar nicht so unpünktlich. Und da drüben ist auch schon Gino. Ich gehe direkt mal hin. Guten Morgen, Gino. Na, was läuft? Ah, da seid ihr ja endlich. Herr Vogel und der kleine Julian. Wie wär's vielleicht erstmal mit einem Danke, dass ihr überhaupt so spontan hier vorbeikommen könnt? Ach so, klar. Danke, Gino. Ja, genau, danke. Und auch Entschuldigung für diese Spontanität. Julian ist nicht immer ganz mit dem Kopf bei der Sache. Hey, ich kann dich hören. Ja, wie auch immer. Dann zeige ich dir gleich mal, wie das hier am Empfang so abläuft. Na los, Julian. Geh schon zu Onkel Gino. Ja, sehr gut, Papa. Ich verabschiede mich dann mal. Ich hol dich dann so um 16 Uhr wieder ab, ne? Ciao. Ciao, Papa. Bis später. Ja, schönen Tag, Herr Vogel. Okay, Julian, ich zeig dir dann mal schnell, wie das hier am Empfang so läuft, damit du das auch gleich machen kannst. Jetzt, ich soll das machen? Ich dachte, ich guck nur zu. Ach, papalapap, das ist ganz einfach. Also, das hier ist der Computer und da sind die ganzen Tabellen drauf und die Termine. Und dann kommen Leute vorbei und du checkst einfach nur, ob die einen Termin haben und sagst ihnen, die sollen ins Wartezimmer gehen. Das wirst du wohl hinkriegen, oder? Und das da ist das Telefon. Ja, Gino, ich weiß, was ein Telefon ist. Lass mich vielleicht mal ausreden. Also, da rufen dann halt Leute an und dann trägst du sie einfach in den PC ein oder so. Okay, also, so ganz genaue Erklärung war das jetzt nicht unbedingt. Ach, mach dir keinen Kopf. Heute ist sowieso ruhig. Das wird schon alles passen. Ich muss dann jetzt auch los, ne? Setz dich einfach hier an den Empfang, begrüß die Leute, bla bla bla. Ich dachte, du bleibst hier und passt auf oder so. Also, man braucht doch wirklich keine zwei Leute, um diesen Job zu machen. Schon, wenn einer von den beiden Leuten ein Schüler ist, der überhaupt keine Erfahrung hat. Wie oft denn auch, heute ist total ruhig im Krankenhaus und du kriegst das hin. Ich vertraue dir da voll. Ja, okay, also wenn du das sagst, dann wird das wohl nicht so schwer sein und mit Computern kann ich umgehen. Na siehst du mal, dann bis nachher. Tüdelü. Und weg ist er. Also wenn Gino mich einfach alleine lässt, dann kann es ja gar nicht so schwer sein. Und er chillt hier ja auch immer nur mit den Füßen auf dem Schreibtisch. Gino, ich bräuchte bitte einmal die Unterlagen von Frau Blume. Nanu? Du bist nicht Gino. Nope, ich bin's, Julian.
Ach so, Julian, klar, Moment, was? Gino ist abgehauen, also ich habe heute hier diesen Girls und Boys Zukunftstag und ich mache heute seinen Job. Ach, so ist das. Naja dann, Julian, ich brauche bitte einmal die Akten von Frau Blume. Keine Ahnung, wo die sind. Die müssen irgendwo da im Schreibtisch sein. Okay, ich guck mal. Na sowas, da ist ja tatsächlich eine Akte. Hier, bitteschön, Dr. Alex. Super, danke, Julian. Kein Problem. Und zurück zum Chillen. Oh, das Telefon klingelt. Hallo? Hallo, ist da die Zentrale? Nein, hier ist Julian Vogel. Julian Vogel, bin ich hier nicht in der Krankenhauszentrale? Ach so, ja doch, beziehungsweise halt der Empfang. Ah, fantastisch. Ich müsste einen Termin machen. Melissa geht es leider gar nicht gut. Ein Moment, ich schau mal kurz auf dem Computer nach. Okay, also diese Tabellen verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also, da stehen jetzt schon so ein paar Namen und, naja, sind aber auch noch freie Felder da. Aber ich habe bisher außer Dr. Alex und Gino noch niemanden hier gesehen, also... Wissen Sie was? Kommen Sie doch einfach mit Melissa vorbei. Oh, perfekt, das mache ich. Dann bis später. Der Verkehr heute ist echt der Wahnsinn. Hoffentlich bin ich nicht zu spät zu meinem Termin. Nanu, warum sitzt da ein Junge? Hallöchen, herzlich willkommen im Krankenhaus. Was kann ich für Sie tun? Dir auch hallo, aber wo ist denn die Empfangsperson? Na, das bin heute ich. Es ist Girls and Boys Day. Haben Sie einen Termin? Das müsste ich einmal in dem Computer überprüfen. Aha, wie eigenartig. Aber na gut. Wie Sie sehen, ich bin schwanger und ich habe einen Termin für eine Kontrolluntersuchung. Dann bräuchte ich bitte noch einmal Ihren Namen. Ja, natürlich. Ich bin die Frau Pieper. Alles klar, Frau Pieper, dann schaue ich mal im System nach. Okay, ja, da steht tatsächlich etwas von einer Frau Pieper hier in der Tabelle. Dann nehmen Sie doch einfach im Wartezimmer Platz. Super, dankeschön. Dann gehe ich mal ins Wartezimmer. Ist ja zum Glück auch nichts los. Das sollte dann ja schnell gehen. Hallo und herzlich willkommen im Krankenhaus. Huch, die Mitarbeiter werden auch immer jünger. Klausen, mein Name. Ich soll heute den Gips abbekommen. Ah, Herr Klausen. Ich schau mal schnell im PC nach. Aber ich bin ja gerade beschäftigt. Sollten Sie da nicht vielleicht rangehen? Naja, ich kann ja gerade nicht. So, hat er jetzt auch wieder aufgehört zu klingeln. Und Ihren Namen habe ich auch gefunden. Dann nehmen Sie gerne noch im Wartezimmer Platz. Schon etwas merkwürdig hier. Aber gut, dann ab ins Wartezimmer. Guten Tag. Hallo. Dann warten wir wohl zu zweit hier. Dann schaue ich mir jetzt wohl nochmal das Telefon an. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wo die Rückruftaste ist. Wenn's wichtig ist, rufen die wohl nochmal an. Oha, da kommen ja schon wieder Leute. Ist wohl doch ganz schön was los. Hallo und herzlich willkommen im Krankenhaus. Hallo. Hihi, du bist ja in meinem Alter. Bist du wegen dem Girls and Boys Day hier? Aber solltest du nicht eigentlich eine Betreuung dabei haben? Wie auch immer. Wir sind Familie Meier. Wir haben einen Termin. Ja, ich kümmere mich hier heute um alles. Und ich schaue direkt mal nach. Okay, Meier, sagen Sie. Entschuldigung, möchtest du nicht an das Telefon rangehen? Kann grad nicht, bin beschäftigt. Oha, gut, dass ich dich angerufen habe. So hat ja auch schon wieder aufgehört zu klingeln. Und ich habe Ihren Namen gefunden. Einfach ins Wartezimmer. Danke, bis später. Ach je, hier ist ja doch schon ganz schön was los jetzt. Tut mir leid, Steffi, es ist leider kein Sitz mehr frei. Oh, Entschuldigung, natürlich, ich sehe ja, dein Bein ist verletzt. Setz dich gerne. Oh, danke schön. Das ist aber lieb. Jetzt wird's hier aber doch ganz schön voll. Ich frag vorne mal, was da los ist. Entschuldigung? Ja, was gibt's denn? Also, das Wartezimmer ist ganz schön voll und wir warten jetzt auch schon eine Weile. Hat sie noch gar keinen Arzt irgendwie abgeholt oder so? Komisch, ich dachte, das machen die dann, wenn ihr im Wartezimmer seid. Hallo, ich hatte vorhin angerufen. Melissa und ich sind jetzt hier. Ah ja, daran erinnere ich mich, dass sie vorhin angerufen haben. Dann gehen sie doch einfach ins Wartezimmer. Okidoki. Nix okidoki. Im Wartezimmer ist schon alles voll.
Und was wollen Sie überhaupt hier mit einer Katze? So, dann kläre ich das jetzt eben von Gesicht zu Gesicht. Huch, wo ist denn Gino? Gino ist weg. Ich mache heute den Empfang hier. Was kann ich für Sie tun? Na, ich rufe schon den ganzen Tag hier an und es geht einfach keiner ans Telefon. Aber kein Wunder, wenn Gino nicht hier ist. Ach so, Sie waren das. Naja, dann können Sie ja jetzt aufhören anzurufen. Sie sind ja jetzt einfach hier. Ja gut, aber ich muss ja trotzdem jetzt was mit Gino klären. Das ist wichtig. Ich bin Rettungsfahrer. Entschuldigung, wann sind wir denn endlich dran? Steffi und ich warten schon ewig. Ja, ich soll heute endlich den Gips abbekommen. Also so ewig auch noch nicht. Ich war vor Ihnen schon hier. Und sowieso komm ich noch früher dran. Also eigentlich habe ich als allererstes angerufen hier mit Melissa. Was? Wo kommt denn jetzt auch noch der Hund her? Okay, das wird mir jetzt hier alles zu viel. Jetzt beruhigen Sie sich mal alle. Julian? Bist du das? Schwester Lucy! Oh, du kommst ja echt wie gerufen. Entschuldigung, lassen Sie mich bitte einmal durch. Julian, sag mal, was machst du denn hier? Na, heute ist Girls and Boys Day und ich mache halt hier den Empfang. Aha, das war gar nicht abgesprochen. Wo ist denn Gino? Na, der hat mich ja einmal alles gezeigt und dann ist er abgehauen. Was? Ach, das ist ja mal wieder typisch für ihn. Und hier herrscht totales Chaos. Weißt du, ich habe mich auch schon gewundert, warum keine Patienten da sind. Na, die haben alle im Wartezimmer gewartet. Werden sie da nicht abgeholt? Naja, schon, aber das musst du auch in das System eintragen, dass sie da sind, sonst wissen wir das nicht. Komm, ich zeig dir nochmal genau, wie das hier geht und dann lösen wir das Problem. Und an euch, ihr lieben Patienten, vielmals Entschuldigung für das Chaos hier. Wir haben scheinbar, Personalmangel. Wir klären das jetzt auf jeden Fall alles. Nur noch einen Moment Geduld, ja? Na, das ist ja wirklich unfassbar. Ja gut, dann warten wir halt noch einmal. Ich hoffe, die kriegen das schnell geregelt. Und an den Herrn mit der Katze, Sie müssen zum Tierarzt. Also hier sind Sie falsch. Ach so, stimmt. Kam ja auch irgendwie komisch vor. Komm, Melissa, wir gehen. Ach, und Bernd, der Hund muss raus. Ja, ja, ich weiß ja schon. Ich kläre das Problem mit Gino. Ich habe ja auch seine Privatnummer, die werde ich schon erreichen. Oh Mann, Lucy, danke, dass du aufgetaucht bist. Also hier war ja gerade totale Überforderung. Ach Julian, das ist wirklich nicht deine Schuld. So, und jetzt erkläre ich dir erst nochmal ganz genau, wie das System hier funktioniert, ja? Schönen Tag noch. Der Gips muss leider noch eine Woche dranbleiben. Ist noch nicht alles ganz verheilt, aber ist schon okay. Dann so bis in der Woche. Und hoffentlich dann mit etwas besserer Organisation. Oh, Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht im Weg stehen. Moment, ich halte Ihnen die Tür offen. Oh, das ist ja Papa. Dann ist es jetzt wohl Zeit, nach Hause zu gehen. Nochmal vielen, vielen Dank für deine Hilfe, Lucy. Ach, gar kein Problem. Und am Ende hat ja doch noch alles geklappt. Du hast auch dann einen super Job gemacht. Na, Julian, alles rund gelaufen heute? Ah, und hallo, Schwester Lucy. Ja, da reden wir dann später drüber. Also ein bisschen chaotisch war's, ja, hihi. Chaotisch? Julian, was hast du wieder angestellt? Ich sagte, da reden wir später drüber. Okay, okay, ist ja schon gut, Julian. Ich gehe ja schon. Dann mach's mal gut, Julian. Bis zum nächsten Mal. Ja, nächstes Jahr kann ich ja wieder zum Girls and Boys Day vorbeikommen. Und dann könnte ich ja bei dir als Krankenpfleger aushelfen. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!